So Leute, zunächst einmal wünsche ich euch ein frohes neues Jahr. Willkommen im Jahr 2017 und damit beginnt aber auch im Januar direkt ein neuer Kinomonat und es wird Zeit für meine Kinovorschau für den Januar. Wie jeden Monat spreche ich jetzt über die kommenden Kinostart-Donnerstage, welche Filme so rauskommen. Das Ganze schon zusammengekürzt auf die relevanten Starts, aber es startet richtig viel wie immer zum Jahresanfang, weil sehr viele Leute da ins Kino gehen. Zu Weihnachten gab es oft Kinogutscheine, gibt es eine ganze Armada von Filmen, die starten. Deswegen haben wir gar nicht so viel Zeit und fangen direkt an. Der erste Kinostart Donnerstag im Januar ist der 5. Januar. Da hält es sich noch an der Anzahl der Filme ein bisschen zurück. Vier relevante gibt es dort. Zum ersten Passengers mit Jennifer Lawrence und Chris Pratt in den Hauptrollen und die Geschichte von dem Raumschiff Avalon, das eine Reise begibt oder eine Reise macht über 120 Jahre hin zu einem neuen Planeten, der kolonialisiert werden soll. Und alle Passagiere an Bord, 5000 plus Crew sind es, befinden sich in einer Art Kryoschlaf. Auf einmal wacht aber Jim Preston auf, der sich freut, endlich in dieser neuen Heimat anzukommen, muss aber feststellen, dass er alleine auf diesem gigantischen Raumschiff ist und 90 Jahre zu früh geweckt wurde. Die Frage ist er alleine und vor allem sein ganzes Leben steht er auf dem Spiel. Was ist, wenn er dort stirbt, in völliger Isolation, während tausende Menschen ringsherum um ihn schlafen. Eine interessante Thematik, ein Film, der auch durchaus tolle Momente hat. Meine Review dazu ist ja inzwischen auch schon online oder müsste jetzt die Tage online kommen. Meine Nummer 1 auf jeden Fall ab dem 5. Januar. Als zweites würde ich mir anschauen, plötzlich Papa mit Oma C in der Hauptrolle. Die Geschichte von Samuel, der im Partyleben lebt, verantwortungslos sein kann, weil er sich nur um sich selbst kümmern muss. Auf einmal steht aber seine Ex-Freundin vor der Tür und sagt, ey, du bist eigentlich Vater und hier ist deine Tochter. Lässt dieses kleine Kind zurück und haut ab und damit ist Samuel überfordert, versucht in London diese Ex-Freundin wiederzufinden, schafft das aber nicht. Und auf einmal spielt die Handlung 8 Jahre später und er ist ein liebender Vater geworden, was er selbst nie von sich gedacht hätte. Aber was ist, wenn die Frau wieder auftaucht und ihr Kind zurück will? Grundszenario, das interessant ist, plötzlich Papa und Oma C, ein begnadeter Schauspieler, für mich die Nummer 2, die ich anschauen würde. Als drittes, Die Taschendiebe, neuer Film von Park Chan-wook. Der hat unter anderem Old Boy gemacht und ein Film, der sich in der Zeit von Korea 1930 wiederfindet. Es geht um Soke, eine Taschendiebin. Wir befinden uns in der Zeit der japanischen Besatzung innerhalb von Korea und diese Taschendiebin will einen großen Coup durchziehen, nämlich sich anfreunden und beziehungsweise lässt sich als Dienstmädchen anstellen von einer sehr adeligen, die sich auf ihren Landsitz zurückgezogen hat und die will sie um ihr Geld bringen. Als aber eines Tages ein Fake-Adelsmann versucht, die um die Hand anzuhalten beziehungsweise der Frau näher zu kommen, wird ein diebischer Pakt geschlossen. Der Trailer sieht interessant aus vom Look und von der Atmosphäre. Das bin ich gespannt, auch wenn es relativ spezielles Kino sein müsste. Meine Nummer 3, also Die Taschendiebin und als viertes Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mackey mit sehr guten Pressestimmen bisher versehen und die Geschichte rund um einen Boxer namens Olli Mackey, der in Finnland 1962 vor einem wichtigen großen Kampf steht und sein Manager will ihn darauf einschwören. Aber parallel hat er auch die Augen geöffnet für die Liebe, lernt eine Frau kennen und muss sich fragen, was ist denn wichtiger, meine Karriere und den Druck der Öffentlichkeit nachzugeben oder einfach glücklich zu werden. Quasi eine Sportlergeschichte im romantischen Umfeld. Deswegen bin ich gespannt, weil der Film einfach schon sehr gut weltweit angenommen wurde. Meine Nummer 4 ab dem 5. Januar. Eine Woche später, ab dem 12. Januar, haben wir dann direkt 8 Starts, über die wir kurz reden. Als erstes würde ich mir anschauen La La Land, ein Film, der übersät ist mit Nominierungen, Oscar-Favorit, ein Stück weit mit Ryan Gosling und Emma Stone in der Hauptrolle. Das Ganze ist ein Musical, erzählt die Geschichte von Mia, die Schauspielerin ist und in L.A. große Karriere machen will. Dort wiederum trifft sie auf einen Mann namens Sebastian, ein Jazzmusiker, der ebenfalls der Kunst verfallen ist und eben der musikalischen Kunst. Beide zusammen erleben eine romantische Zeit, aber je erfolgreicher sie beruflich werden, so je mehr müssen sie hinterfragen, ob sie in der großen Traumfabrik noch als wahres, liebendes Paar Bestand haben können. Bei dem Cast und das Ganze als Musical gespickt und all diesen Nominierungen bin ich auf La La Land verdammt gespannt. Meine Nummer 1. Als zweites hätten wir ein Hell or High Water mit Chris Pine und Ben Foster unter anderem und die Geschichte von Toby und Tanner. Beide sind Brüder. Der eine ist Familienvater, der eine traurige Vergangenheit hat. Der andere kommt gerade aus dem Gefängnis zurück. Beide zusammen wollen die Farm der Mutter, die sie geerbt haben, retten. Aber diese Farm ist hoch verschuldet und sie beschließen deswegen Banken auszurauben. Dabei entsteht ein moderner Western, der wirklich gut geworden ist. Meine Nummer 2. Hell or High Water. Als drittes, Why Him, James Franco und Bryan Cranston gemeinsam in einer Komödie. Wie gegensätzlich kann eine Besetzung sein? Ein Familienvater soll den neuen Freund seiner Tochter kennenlernen und der ist völlig abgedreht, ein Multimillionär, während er selber ein stolzer Oldschool Selfmade Man ist. Das heißt, da brechen oder treffen Welten aufeinander. Eine Komödie, die ich sehr unterhaltsam fand, meine Nummer 3. Als viertes wäre dann The Great Wall mit Matt Damon dabei. Die Geschichte von William Perro, dem 19. Jahrhundert angegriffen werden und auf einmal in den Besitz einer Kralle eines Wesens kommt, die
Kollektivs, das wie ein Monster aussieht und gleichzeitig von einer ganzen Schar angegriffen werden. Sie flüchten und ziehen sich zurück rund um eine Eliteeinheit, die an der chinesischen Mauer stationiert ist. Und die wahre Geschichte der chinesischen Mauer soll dabei ermittelt werden. Und es geht um diese Monster, die alle 60 Jahre angreifen. Sieht aus wie ein großer Blockbuster-Popcorn-Film. Deswegen bin ich mal gespannt auf The Great Wall als viertes. Und als fünftes dann Bob der Streuner, die wahre Geschichte von James, einem Straßenmusiker und Ex-Junkie in London, der die letzte Chance wahrnehmen will, vielleicht doch noch von der Straße wegzukommen und ein richtiges Leben zu führen. Als ihm eines Tages ein Kater namens Bob zuläuft, entsteht eine Freundschaft, die Leben rettet und gleichzeitig hochromantisch sein kann, auf eine besondere Art und Weise, wie es inzwischen Mensch und Tier ist. Bob der Streuner ist ganz niedlich, meine Nummer 5. Als sechstes würde ich mir anschauen, Mr. Church, Eddie Murphy, wieder zurück auf der großen Kinoleinwand. Und das ist die Geschichte von Charlie, die eines Tages, als sie aufwacht, feststellt, dass ein Mann in der Küche kocht. Das ist Mr. Church, der sich fortan um sie und ihre Mutter kümmert. Die Mutter ist aber todkrank und der Auftrag von dem Vater-Ex-Mann der Mutter wurde erteilt, dass Mr. Church sich so lange um diese beiden kümmern soll, bis die Mutter verstirbt. Aber die Zeit wird länger als gedacht und eine ganz besondere Freundschaft entsteht. Ich finde den Trailer ganz süß. Meine Nummer 6. Als siebtes dann die Hollers, eine Weihnachtsfamilie. Die Geschichte von John, der eine Freundin hat, die gerade schwanger ist und eigentlich steht dem Familienglück gar nicht so viel im Wege. Als es aber etwas gibt, worüber es innerhalb der Familie zu klären geht, weil es um die Krankheit der Mutter geht, besucht John seine Familie und damit ist es so ein typischer Film Back to the Roots, wo er mit seiner eigenen Vergangenheit und den Geheimnissen der Familie konfrontiert wird, mit Anna Kendrick und John Krasinski unter anderem. Meine Nummer 7, die ich mir anschauen würde. Und als achtes Ballerina, ein Animationsfilm rund um Felicie, die einfach gerne tanzen will. Ein junges Mädchen, das in einem Waisenheim lebt und findet eigentlich nur einen Freund, der ein Erfinder sein möchte. Beide zusammen begeben sich auf eine Flucht Richtung Paris, um ihre Träume wirklich wahr werden zu lassen. Ich glaube, ein französischer Animationsfilm und meine Nummer 8 ab dem 12. Januar. Dann kommen wir zum vorletzten Kinostart, Donnerstag, der 19. Januar. Da gibt es auch nochmal 6 Filme, über die wir kurz reden. Als erstes nämlich Manchester by the Sea, der neue Film von Kenneth Lonergan mit Casey Affleck, Michelle Williams unter anderem. Viele, viele Nominierungen, auch bei wichtigen Filmpreisen. Ich habe den Film bereits zweimal gesehen. Ich finde den absolut großartig und ich kann ihn nur empfehlen. Es ist die Geschichte von Lee Chandler, einem Hausmeister, der in der Nähe von Boston arbeitet, dessen Bruder auf einmal verstirbt und der lässt einen Sohn zurück. Und Lee soll sich um diesen Neffen eben kümmern, als wäre er ein Vater. Damit ist er selbst überfordert und das hat auch mit seiner eigenen Geschichte zu tun. Ein richtig starker Kinofilm, der zu Tränen rührt und mit einer ganz seltenen Art von Humor gespickt ist. Meine Nummer 1 ab dem 19. Januar. Als zweites Verborgene Schönheit mit Will Smith in der Hauptrolle, unter anderem noch Kate Winslet, Edward Norton, Keira Knightley und viele andere Bekannte dabei. Es ist die Geschichte von Howard, der eine Werbefirma in New York City besitzt, die sehr gut läuft. Er ist glücklich im Leben. Ein paar Jahre später ist er das genaue Gegenteil. Depressiv, will vom Leben nichts mehr wissen, denn er hat ein Kind verloren und die Kollegen können kaum noch mit ansehen, weil sie gleichzeitig beste Freunde sind, wie dieser Mann nicht mehr existiert. Und deswegen beschließt er bei Howard, an Dinge zu schreiben, an die Liebe, an den Tod und an die Zeit. Und als er Antworten in Form von Personen bekommt, kann er kaum glauben, was da passiert. Ein Film, der zu Tränen rührt, meine Nummer 2. Als drittes, Triple X, die Rückkehr des Xander Cage. Win dieses wieder zurück als geheimer Agent Xander Cage. Diesmal geht es um eine besondere Waffe, die man sicherstellen muss. Er stellt sein Team zusammen. Die Trailer sind so vollgepackt mit brachialer, teilweise dummer in Anführungszeichen Popcorn-Action, dass ich glaube, dieser Film will einfach nur Spaß machen und ich glaube, da hat er eine ganz klare Ansage durch die Trailer. Deswegen freue ich mich auch ein bisschen darauf. Meine Nummer 3. Als viertes dann Personal Shopper mit Kristen Stewart. Maureen spielt dort eine Shopping-Assistentin einer Modedesignerin. Von dem Job ist sie eigentlich ein bisschen gelangweilt, denkt aber, sie sei ein Medium und könnte Kontakt zur Welt der Toten aufnehmen. Besonders, weil ihr Zwillingsbruder erst kürzlich verstorben ist, versucht sie, diesen zu kontaktieren. Und als sie merkwürdige Antworten bekommt, weiß sie nicht, ob es wirklich vielleicht der Kontakt in das Reich der Toten ist oder vielleicht ein Stalker, der sich dahinter versteckt. Mal gucken, was das für ein Film ist. Meine Nummer 4. Als fünftes dann Junction 48, die Geschichte von Karim, der in einem Vorort von Tel Aviv lebt und in einem Callcenter arbeitet. Aber eigentlich wäre er gerne ein Rapper. Und als es eines Tages aber sehr schwierig wird, aufgrund einer Geschichte, die den Eltern passiert und die Freunde sich eigentlich nur mit illegalen Geschäften über Wasser halten, ist es vor allem eine ganz besondere Freundin, die Sängerin ist und beide zusammen, die auf der Bühne auftreten wollen und sich vielleicht auch ein Stück weit politisch engagieren, eine Art 8 Mile aus einer anderen Region der Welt in einem Konflikt zwischen Juden und Palästinensern. Meine Nummer 5 ab dem 19. Januar und als sechstes Ritterrost 2, das Schrottkomplott. Das Schrottland ist pleite und so liegt es an Ritterrost, irgendwie das Schrottland zu retten. Zum Glück stößt er dabei auf die Erfindungen seines Vaters, mit denen er reißenden Absatz erzielen kann, aber genau diese Sachen könnten vielleicht gegen ihn verwendet werden. So liegt
liegt es an Ihnen und seinen Freunden, die Leute, die das Schrottland haben wollen, wieder zu verjagen. Und für die ganz Kleinen hier auf jeden Fall eine Fortsetzung, die erwähnt sein sollte. Und dann der letzte Kinostart, Donnerstag, ist der 26. Januar. Und da haben wir 10 Kinostarts, über die wir kurz reden. Und deswegen will ich es auch relativ kurz machen. Als erstes Split, der neue Film von M. Night Shyamalan mit James McAvoy in der Hauptrolle. Er spielt dort Kevin, ein Mann mit 23 Persönlichkeiten. Und der entführt eine Gruppe von Mädchen. Und die wissen gar nicht, wie ihnen geschieht. Die Trailer sehen so unter die Haut gehend aus. M. Night Shyamalan liefert in den letzten Jahren dann wieder Filme ab, die wirklich einfach mal richtig was bringen und nach vorne gehen. Und der Film, glaube ich, könnte sehr gut werden. Meine Nummer 1 auf dem 26. Januar. Als zweites Hacksaw Ridge, die Entscheidung. Der neue Film von Mel Gibson als Regisseur mit Andrew Garfield, Vince Vaughn unter anderem. Und die wahre Geschichte von Desmond T. Doss, der als Sanitäter im Zweiten Weltkrieg eingesetzt wurde, der die Waffe verweigert hat, der gezwungen wurde, an die Front zurückzukehren und gleichzeitig ein Kriegsheld wurde, weil er sehr vielen Menschen das Leben gerettet hatte. Der Trailer sieht richtig gut aus, so Hacksaw Ridge. Bin gespannt, meine Nummer 2. Als drittes mein Blind Date mit dem Leben mit Kostja Ullmann, Jakob Martschens, Anna-Maria Mühe, Nilam Faruk unter anderem, eben auch auf YouTube bekannt, hier als Schauspielerin im Cast mit dabei, die ja sowieso auch Schauspielerin ist in erster Linie. Und die wahre Geschichte rund um einen Mann namens Salia, der gerne im Bayerischen Hof, einem der wichtigsten Hotels in Deutschland, arbeiten will und gleichzeitig aber kaum sehen kann. Deswegen muss er mit Hilfe von Freunden versuchen, seinen Traum zu verwirklichen. Und dabei entsteht ein hoffentlich, wie der Trailer aussieht, süßer und liebevoller Film mit der Grundthematik, dass man für die Leidenschaft und um seinen Traum zu verwirklichen alles tun würde. Trailer sieht gut aus. Ich bin auf den Film gespannt. Mein Blind Date mit dem Leben ab dem 26. Januar in den Kinos. Als viertes würde ich mir anschauen Resident Evil 6 The Final Chapter. Für die Fans der Reihe geht diese jetzt also zu Ende. Mila Jovovich als Alice ist wieder zurück. Der sechste Film spielt direkt nach Resident Evil Retribution und Alice muss wieder zurück nach Raccoon City und zurück in den Hive, denn diesmal geht es darum, das, was noch zu retten ist, vielleicht gänzlich zu retten. Die Trailer sehen so aus, dass man eben weiß, was einen erwartet. Ich glaube, das ist ein fairer Deal. Meine Nummer 4. Als fünftes dann Jackie mit Natalie Portman und Peter Sarsgaard. Sie spielt Jacqueline Kennedy, Jackie O, die First Lady, die am 22. November 1963 selbst miterleben muss, wie ihr Mann John F. Kennedy erschossen wird. Und es geht um sie, um ihr Leben davor, weil sie zu einer Stil-Ikone avanciert, eine Frau, zu der man aufschaut, aber auch als sie die größte Trauer, die man erleben kann, miterleben muss. Meine Nummer 5. Als sechstes dann Kundschafter des Friedens mit Henry Hübchen, Michael Gwisdek unter anderem. Die Geschichte von Jochen Falk, einem ehemaligen Geheimagenten aus der DDR, der enttarnt wurde. Aber in der Jetztzeit wird sein Wissen gebraucht, um einen Präsidentschaftskandidaten zu befreien in Kadschikistan. Und deswegen will er seine alte Crew zusammenholen. Und damit haben wir so eine Rentner-Agententruppe in so einem Film, wo eben Generationenkonflikte vorprogrammiert sind. Bin ich jetzt gespannt, meine Nummer 6. Als siebtes hätten wir dann Suburu, einen Film, der sich so wie ein Mafia-Thriller anschaut, wenn man den Trailer anguckt. Krass geschnitten, ist ja gewalttätig wirkt. Und es geht um ein Gebiet in Rom, das bebaut werden soll. Und da haben sehr viele verschiedenste Gruppierungen von der Mafia bis hin zu irgendwelchen Clans Interesse dran. Mittendrin ein Politiker, der auf einer Party ist, bei der eine Prostituierte verstirbt. Und die Frage ist, wie man das verbergen kann. Damit entsteht eben so ein Machtintrigenkampf rund um Machtfestigung und mafiöse Strukturen. Das ist dann meine Nummer 7. Als 8 ist dann Die feine Gesellschaft, ein Film rund über den Landadel, der sich am Anfang des 20. Jahrhunderts immer wieder an die französische Küste zurückzieht, um dort die Luft zu genießen und Heilung zu erfahren. Aber 1910 soll alles ganz anders kommen, weil auf einmal verschwinden Leute und die Frage ist, was steckt dahinter? Und als Arm auf Reich trifft, ist das eine Konstellation, die auf jeden Fall Motive offenlegt. Dann als 9. Wendy, der Film, das Mädchen Wendy, ich glaube, wir kennen die Zeitung, jetzt der Film dazu, fährt mit ihrer Familie auf den Bauernhof der Oma, die den gerade so über Wasser halten kann. Der Opa ist kürzlich verstorben und der Bauernhof ist stark vor dem Bankrott, während es Konkurrenz gibt mit einem reichen Reiterhof. Ist es Wendy, die eigentlich nie wieder reiten will nach einem Reitunfall. Auf einmal läuft ihr das Pferd Dixie zu, eine Freundschaft und eben kleinere Motive über Hass, Wut und Neid und Konkurrenz, die aufgegriffen werden in diesem Film, der so ein bisschen Richtung Ostwind und Bibi und Tina geht, aber nicht die Stärken erreicht. Meine Nummer 9. Und als 10. dann Monster Trucks, ein Film, der mich gar nicht interessiert. Ein gigantisch teurer Film, der aber aussieht, als wäre es absoluter Trash. Die Geschichte von Trips, einem Jungen, der einfach nur aus seinem kleinen Vorort weg will. Das hat auch ein bisschen mit seiner Geschichte und vor allem mit seinem Vater, Hintergrundgeschichte mit seinem Vater zu tun. Aber dafür braucht er erstmal einen funktionierenden Truck. Aber als er eines Tages ein Monster trifft, auf das andere Jagd machen und das Monster liebt Benzin und Autos und wird dann direkt als Ersatzmotor genutzt, haben wir ein Monster in einem Truck und einen Typen mittendrin, eine Freundschaft mit einem Monster. Und was ergibt ein Monster in einem Truck? Richtig, ein Monster-Truck! Und damit haben wir dann Monster-Trucks hier als Film. Mal gucken, was das wird, meine Nummer 10 ab dem 26. Januar. Und damit sind wir am Ende dieser Kinovorschau. Und welchen Film wollt ihr denn am meisten sehen? Lasst mich gerne in die Kommentare wissen, worauf ihr euch am meisten freut. Und ich danke fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß im Kino.